Ja, und da bin ich auch schon wieder. Ich zeige euch das mal kurz. Das ist ein UV-Stift. Na, der hat also keine Farbe und das ist eine UV-Lampe. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das funktioniert. Ich könnte das jetzt mal auf ein Blatt Papier machen. Gut vorbereitet. Ich male jetzt hier auf diesem Blatt Papier, male ich jetzt ein Symbol. So. Am besten ihr verschließt ihn sofort wieder, weil es sonst verfliegt. Und wie ihr seht, natürlich auf Papier ist es wahrscheinlich sichtbar. Na, wo ist es? Da? Da? Nein, oh, ich muss das lernen, Seitenverkehr. Da, seht ihr? So, und jetzt leuchte ich da mal drauf. Tada! Und das habt ihr dann. Ah, das kann man jetzt gar nicht richtig sehen. Ich hoffe, dass man das irgendwie sehen kann. Nee, das sieht man nicht. Also ich kann euch sagen, seht ihr? So, und was ihr auf der Haut dann nicht seht, mit dem Licht wird es sichtbar. Schaut mal, man kann es doch ein bisschen sehen, ne? Ja. Das ist mein Tipp für euch. Und wenn ihr damit auf eurer Haut arbeitet, ihr könnt jederzeit fragen, wo wäre es am besten, wenn ich damit arbeite. Ich mache jetzt nicht einfach nur irgendwie so. Wenn ich das für mich tue, dann sage ich, ja, wo wirkt es jetzt am besten? Wo kann ich jetzt am besten tragen? Und dann weißt du das. Ja, und dann kannst du ganz einfach den Stift nehmen und der hält auch noch nach dem Duschen, also das bleibt auch dran. Und wenn nicht, kannst du es ja jederzeit erneuern. Ist ja überhaupt kein Problem. Und wenn du es sehen willst, dann leuchtest du mit dieser UV-Lampe. Ich kann es nochmal auf der Haut probieren. Ich versuche es nochmal. Ich möchte das euch auch richtig zeigen, weil meine Haut, die wird ja nicht so angeleuchtet. Seht ihr? Kann man was sehen? Nein. Und jetzt? Ah, ich kann zaubern. Ha? Ist das toll? Und das habt ihr dann, das tragt ihr dann auf euren zarten Körper. Seht ihr? Ah, ich muss da nochmal näher ran. Und diese Symbolik, wisst ihr, ist jetzt bei euch. Und nirgendwo anders. Niemand kann es sehen. Niemand kann es sehen. Niemand kann es sehen. Ihr wisst es. Ich finde es toll. Ja, das habe ich mir mal einfallen lassen, weil ich nicht immer eine Kette tragen möchte. Und ich müsste ja in dem Fall jetzt auch alle Runen haben als Anhänger. Man kann sowas natürlich auch selber basteln. Man kann sich ein Stück Holz besorgen, kann das dann da drauf malen oder mit so einem Lötkolben. Da gibt es die tollsten Sachen. Ja, dann seid einfach mal kreativ. Und ihr dürft auch gerne mir die Bilder zeigen, wenn ihr was gemacht habt. Ich freue mich auf jeden Fall und sage, alles Liebe wünsche ich euch. Eine wundervolle, lichtvolle Zeit hier in der schon lichtvollen Zukunft. Eure Susanne.